Herzlich willkommen hier auf den Stream. Es geht jetzt nämlich los. Mit dabei ist heute natürlich wieder, ich bin schon unterwegs, weil ich sonst nämlich zu spät kommen würde zur Abfahrt. Mit dabei ist heute natürlich wieder unser Zentrale, der Julian. Der darf sich jetzt erstmal dazu melden und dann stelle ich die einzelnen Fahrer vor. Ja, hallöchen, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen auf Bankendorf 2. Herzlich willkommen im besten V-Fahrtabend, der je für OMSI geschehen wurde, mit 15 Leuten heute Abend. Ich begrüße euch alle recht herzlich und ich freue mich auf was. Jo, dann komme ich natürlich zu den einzelnen Zuschauern, beziehungsweise nicht zu den Zuschauern, sondern den einzelnen Fahrern, die mitfahren. Da wäre einmal der Benji, dann hätten wir den Mahlzeit. Alex. Dann Hallo. Hätten wir den nächsten Andi. Guten Tag. Dann hätten wir die Blacks-Büchse. Genau, die Büchse heute mal wieder. Moin Moin. Dann hätten wir natürlich einen altbekannten, auch auf YouTube vertretenen Fahrer, und zwar den Busfahrer 1096. Moin Moin. Natürlich den Freddy LP, den könnt ihr ja schon aus meinen Let's Plays. Moinsen. Einen Kraftprotz, beziehungsweise wie nennt er sich? MRGA 009. Moinsens, jo, passt. Einen Mark. Anwesend. Einen McPaul X. X. Hi, was geht? Einen Nils natürlich, der darf nicht fehlen. Nahverkehr ist mit dem Natürlich Pro. Nicht. Dann haben wir noch einen OMSI Zitaro-Fan, auch einen Julian. Tag. Dann auch noch einen weiteren Bekannten, den Real Locutus, den kannte ich auch schon mal aus einem ETS-Part von mir. Und OMSI haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Ja, Hammer, guten Abend. Und dann haben wir noch den Hardy, den kennt ihr ja auch schon von mir. Ich würde mal dann sagen, begrüße natürlich auch erstmal alle Zuschauer, die jetzt hier da sind, auf meinem Stream, zum Beispiel auch den Sebastian von der AVG. Der sein Lenkrad nicht in den Koffer reingekriegt hat. Und würde ich sagen, übergebe ich das Wort an Julian und damit ist die Leitschirmfahrt für, zumindest die letzte Leitschirmfahrt für dieses Jahr, eröffnet. Ich wünsche viel Spaß. Dann fange ich gleich mal an mit einer Rundmeldung an alle. Fangen wir gleich an, machen wir die Uhrzeitsynchronisation, dass wir die haben. Das, was wir nicht alle 20 Sekunden machen müssen, das ist jetzt 9.04 Uhr morgens. Jawohl. Jawohl. Gut. Verstanden. Die 2284 gleich mal für die Zentrale. Dann hört die Zentrale auch schon. Ja, ich müsste jetzt dringend los, sonst gibt's Verspätung. Dann fahren Sie los, lassen Sie es. Ja, machen. Leute, hiermit heiße ich euch natürlich auch herzlich willkommen. 1096 an Zentrale. Ich fahre heute mal wieder mit. Oder ich versuch's heute mal. 1096 heißt, hört. Ich befinde mich nun auf dem Weg zur Eifelschule. Ja, wie ihr seht, ich stehe noch am Hauptbahnhof. Verstanden, alles klar. Am Busbahnhof. Und ich habe noch keine Linie, ich muss noch warten. Du hast mir doch die Linie 1 Kurs. Aber das werden wir gleich ändern. Geteilt, ne? Ja, habe ich. Ja, bei mir habe ich dann nur Linie 1 und dann Kurs 1 und 2. Wochentag auf Samstag stellen. Hast du auf Samstag den Wochentag? Und die richtige Uhrzeit müsste man haben. Ja gut, aber hat er die richtige, antwortet er mir überhaupt noch? Steht der Funkbetrieb noch? Test, test, test. Ja, läuft. Frage 2. Doch nicht so eine gute Funktechnik, Julian. Erinnert daran, dass der Linienverkehr zu wählen ist und nicht der Ersatzverkehr. Das nebenbei auch. User in your channel timed out. Das erklärt, warum er nicht mehr antworten konnte. 6110 ruft die Zentrale. Dann hört die Zentrale für den Wagen 6110. 6110 steht noch immer im Betriebshof, hat noch keine Linie und weiß nicht, wo er hinfahren soll. Er hat die 6110 nicht von mir die Linie 2 Kurs 102 gekriegt? Bis jetzt nicht. Dann hat sie jetzt gekriegt. Die fahren zusammen mit dem Wagen 2267 und verstärken den ein bisschen. Linie 2 Kurs 102, verstanden. Jawohl, gut, einwandfrei. Dann ist die Zentrale hier kurz noch mit einer kleinen Störungsmeldung, die mich heute Morgen um 4 aus dem Bett geholt hat. Die Polizei hat festgestellt, dass leider Gottes an der Haltestelle Hauptbahnhof dringende Wartungsarbeiten zu tun sein müssen. Und das auch noch an einem Samstag. Stelle sich das mal einer vor. Dementsprechend ist der Terminus der Linie 4 und der Terminus der Linie 8 am Hauptbahnhof nicht anfahrbar. Sie müssen in Gottes Namen den normalen Einstiegspunkt der anderen Linien dann für die Haltestellen 4 und 8 verwenden und natürlich auch eine Kreuzung früher ein- bzw. rausfahren. Fangt ihr schon super an, die Fahrt heute an. Weil an einem Samstag das Straßenverkehrsbauamt nicht arbeitet. In Gottes Namen, ja, was macht der denn damit zu tun? So, wie wir jetzt einmal
Zentrale bekommen. 4871, Zentrale hört. War gerade vom Stadtwald los. Verstanden. So, in Stimme wollte ich 22. Gut. Wer war da schneller? Ich glaube ich, 22. Dann schieß los. Also ich bin leicht nervös, also Leute, irgendwie rennt halt, ne? Also, welche Route so, und dann schauen wir mal, dass wir. Wo fährst du hin, welche Richtung? Zu unserer Linie kommen. Ich fahr von Graz. Zeit haben wir nicht mehr beide. Ich werfe rasch einen Blick in die Hofdatei und sage es dir. Na, so, jetzt muss ich natürlich noch schauen, wie ich da hinkomme. Das wäre natürlich. Grasling nach Hohe Weide. Linie 2. Und wo sieht denn eigentlich hin? Wagen 1010 an Zentrale, bitte kommt. Hohe Weide. 1010 Zentrale hört. Bin an der Abfahrtshaltestelle Grasweg angekommen. Meine Linie geht los in 1,8 Minuten. Ah, vorbildlich 10. Hohe Weide, so fährt man aus dem Hohe Weide müssen wir noch rechts. Na gut. 2266 war das. Wo habe ich denn jetzt nochmal? Wo fahren Sie nochmal hin, bitte? Von wo bis wo? Grasweg nach Hohe Weide. Also Leute, das wird halt eine längere Geschichte. Ich hoffe, ihr könnt es mich gut verstehen, auch wenn die anderen dazwischen reden. 3113 an Zentrale. Und ich schaue jetzt einmal, dass wir zum Beginn unserer Linie hinfahren. Betriebshof Richtung Pappelwiese aus. Wie viel Grad haben wir eigentlich in der Kiste? 10 Grad, das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Sollten wir mal die Heizung aufdrehen. So, und ich hoffe, dass ich da in die 10 Minuten zum Anfangspunkt hinkomme. Milde Gehorsams, Heizung läuft. Motor ist auch schön warm. User was moved to your channel. Wenn es da mal grün wird. Wagen 2277 an Zentrale, bitte kommen. 2277 Zentrale, hört. Ich stehe jetzt mit der Linie 3 Tenegerode und habe eine Abfahrt in ca. 9,4 Minuten. Na gut, dann können Sie mir noch einen Kaffee vorbeibringen. Schmeißen Sie den mal kurz über die Stadt. Sehr gerne. Vielen Dank. Das wird Ihnen jetzt schon mit einem positiven Plus in meiner Liste, dass Sie sich bereit erklären, mir einen Kaffee zu bringen. Hallo, schaut euch den Verkehr an. Also ich glaube, wir fangen mal mit Verspätung an. Hört, 1,48. Ich wurde gekickt und dieselbe Frage von eben. Ich habe halt nur Linie 1 und Kurs 1 und 2. Kommen. Haben Sie den Wochentag auf Samstag gestellt? Das haben wir Sie vorhin versucht zu fragen, da sind Sie ausgeteilt. Ich sag's ja, jetzt schon, das ist wieder Chaos. Aber es wird lustig. Ja, haben Sie den Samstag eingestellt in Omsi? Oder fahren Sie an einem Wochentag? Sie sind da vorhin los. Ja, ich fahre am Samstag. Es könnte länger dauern, bis wir da vorne also ankommen. Haben Sie auch Linienwagen drin? Wisst ihr was, das, weil wir ja schon ein bisschen spät dran sind, machen wir mal was man nicht machen sollte. Frage, auch jetzt irgendwann doch 2 installiert? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, Wankendorf V2 installiert und jetzt geht's kommen. Na also, wunderbar. Wir haben es ein bisschen eilig, also in echt geht das natürlich nicht, aber... Die Rechnung kriegen Sie dann in Ihren So, wir müssen 31, nach Ruhe irgendwas, Ruhe waren, vielleicht. 31.13 Zentrale, hört. Melde RWL-Fehler, so dass keine Ansagen abgespielt werden. Werde die Fahrgäste über das Bordinformationssystem informieren. Verstanden, 31.13. Bitte füllen Sie heute Abend einen Zettel an die Werkstatt aus und schreiben 9 Minuten haben wir noch, um das schaffen. 10.10 an Zentrale, bitte kommen. Ich soll Ihnen von einem Zuschauer ausrichten, dass Samstag sehr wohl auch ein Wochentag ist. Verstanden, 10.10. Allerdings ist für mich ein Wochentag als armer Arbeiter halt von Montag bis Freitag. Ich bin froh, wenn ich mal Wochenende habe. Zentrale Ende. 10.10 verstanden. Für Zentrale. Hört. Ja, bei mir ist auch die Helga möchte nicht mitspielen. Deshalb muss ich auch selber Ansagen machen. Ich verfahre genauso wie der Kollege mit der RWL-Störung und werde heute Abend Zettel schreiben. Verstanden, schreiben Sie bitte noch drauf. Wenn die Werkstatt das nicht sofort in den Griff kriegt, schaffe ich die Werkstatt ab. 10.10, ist es auch in Ihrem Interesse? Werkstatt nicht vorhanden. Die Werkstattchefin ist meine Frau also. Wir haben keine Werkstatt. Oh, das macht die Sache kompliziert. Okay, 70 in der Stadt, das geht schon. Solange es die Leitstelle nicht sieht. An den 2284 an die Zentrale. Hört, 2284. Ja. Nur rote Ampel. Also ich hätte jetzt in 2 Minuten am Tank also abfahren sollen. Ich tippe mal auf 6 Minuten. Dann haben Sie die 6 Minuten Verspätung. Wir werden die Fahrgäste über das Informationssystem instruieren. Ich werde das auch nebenbei
vor mit deinem Golf. Wer hat die Zentrale gerufen, bitte? 546. Bank 546. Zentrale. Hören zu spät, 546 hat Vorrang. Ich bin jetzt am ZOB angekommen und bräuchte einmal die Umlaufnummer für die 4803. Hören Sie doch auf Ihren Fahrplan, was Sie haben jetzt für eine Linie. Ja. Fahren Sie erst Linie 4 oder erst Linie 8? Beides. Also Sie fahren die 4 und die 8, aber welche Linie fahren Sie jetzt? Wo geht's denn hin? Jetzt erstmal die 4. Erstmal die 4 Richtung Eifelschule. Ja, dann haben Sie Linie 00400. Ich benutze den Hamburger 405er. Okay, da brauchen Sie eine Zielnummer, die kriegen Sie von mir. Warten Sie mal, Linie 4, Linie 4. Das ist typisch, vor weiter! Kurs 3, Ziel 23. Okay. So, ein Koffer erst. Also heute wird's chaotisch, das weiß ich jetzt schon. 2266 an Zentrale wird kommen. Hört für 2266. Muss ich nach... Wenn hier zwei Hilfsfälle sind, muss ich nach Grasweg oder nach Hohe Weide? Das kommt doch an, was da anfangen. Fangen Sie denn an? Grasweg. Dann wird's wohl logisch sein, wo Sie hin müssen. Okay, wir stehen wieder an der Ampel. 6101 an Zentrale. Hört für 6101. Melde Ankunft an Grasweg, fahre dort in einer Minute ab. Verstanden, 6101. 10-10 nochmal an alle Fahrer. Vor. Schöne Grüße soll ich ausrichten aus Finnland. Oh, dankeschön. Oh, ja, Gruß zurück. Blink und fahrt dann gerade weiter. Das ist typisch OMSI. Das verstehe ich nicht. Wagen 2290 liegt bekannt leider nicht, um Finish grüßen zu können. So, wir haben noch 6 Minuten. Puh, ich habe keine Ahnung, wie weit es noch ist bis zur Anfangshaltestelle. Melde Ankunft an der Pappelwiese. Werde jetzt noch bis zur Abfahrtzeit warten. Verstanden. Wagen 2277 an Zentrale, bitte kommen. 2277, die Zentrale hört. Endstation Kleine Ramina, Fragezeichen. Gut, wir müssen gerade weiter. Von der Nummer 3 aus? Ja, theoretisch. Okay, dann... Wenn Sie am Tengel nach Roden... 4 Minuten zu stehen und dann werde ich abfahren. War und jetzt gibt Gas, Kollege. Geheizt und steht zur Abfahrt bereit. Sehr gut. 10-10 an Zentrale, bitte kommen. 10-10 hört. Ich habe ja ein Problem. Wenn die Fahrgäste aussteigen wollen, dann macht es in meinem Bus kein Piep. Sondern, was macht es denn? Gar nichts, es leuchtet nur auf. Reicht ja, Sie sehen ja alles, Sie müssen es ja nicht hören. Negativ. Ansonsten schreiben Sie noch einen Zettel und hängen Sie in die Frontscheibe, dass die Fahrgäste laut schreien sollen, wenn sie aussteigen. Das ist eine gute Idee. zeigen Sie ein bisschen Eigenständigkeit, 10-10, sonst muss ich mir Ihren Gehaltszettel nochmal genauer angucken. Dann muss ich mir aber Ihren Gehaltszettel genauer angucken. Stimmt, aber gleiches wird so, mit gleichem... Handweiser, na, das ist nur ein schönes Stück, bis klar. Was für ein Gehalt überhaupt? Bis Hohe Weide. Dass das er nie bekommen wird. Ach du Kacke. Ah, verstanden. Also ich glaube, wir haben definitiv eine Verspätung, Leute. Ich extra übersendet habe am gestrigen Abend. Wie bitte? Warum benutzen Sie nicht meine Dorkonst-File, die ich Ihnen extra übersendet habe für den Zetra 215UL? Guckst du mir da gerade zu, oder was? Ja, natürlich gucke ich dir zu. Ja, leckt das da gerade oder nicht? Im Gegenteil, das funktioniert einwandfrei, das läuft flüssig ohne Ende. Dann ist ja gut, weil hier schreibt mir einer, das würde irgendwie lecken. Das ist an einer schlechten Internetverbindung zurückzuführen. Okay, dann müssen wir nicht rein. Die Zentrale hat nochmal unangenehme Neuigkeiten für die halbe Fahrerschaft. Und zwar wurde mir gerade gemeldet, dass an der Haltestelle Börsenplatz ein kleiner Unfall passiert sei. Dort hat es wohl wieder ein Fahrer zu eilig gehabt und musste statt mit 50, mit 90 durch die Stadt heizen. Sollte da also ein kleiner Stau vorprogrammiert sein, dann brauchen Sie mir das nicht zu melden, das habe ich jetzt gerade selbst erfahren. Sollten Sie irgendeine Verspätung kriegen, dann versuchen Sie Ihre Fahrgäste mit gutem Zureden zu beruhigen. Vielen Dank. Zentrale von 1848, kommen. 1848, Zentrale, hört. Ein Unfall an der Erfurter Straße ohne Eigenverschulden kommt. Nur so, was bedeutet ohne Eigenverschulden? 1,48, was ist da passiert? Ich glaube, ich hätte beim anderen Betriebshof starten müssen. Ein LKW und ein Krankenwagen sind aneinander gestoßen gekommen. Kommt da, ist die Polizei schon vor Ort? Kommt da jemand, kommen Sie dran vorbei an der Unfallstelle? Ich bin vorbeigekommen und die Unfallstelle ist unmöglich entkommen. Verstanden, dann werden so wir die brennst Polizei du, lieber Benzfahrer, da ist nichts. 3,5 Minuten, das geht sich nicht aus. Z
1096 an Deutsche, an Zentrale. 1096 liegt wohl in der Übung, wa? Hört. Ja, ich bin nur in ZOB Hop angekommen und habe nur 8 Minuten bis zur Abfahrt. Verstanden. Wie sieht's denn da aus an der Baustelle? Haben die schon angefangen, die Arbeit, oder lassen sie sich noch Zeit bringen, nur 3 bis 15 Grad? Die lassen sich anscheinend noch retten. Verstanden, 1096. Dann, werden wir hoffen, dass es nicht so schnell losgeht. Je reibungsloser unser Linienbetrieb funktioniert, desto besser. Jo. Schönen Gruß an den Kollegen 1096. Ich fahre gerade am Gamser Weg vorbei. Danke, danke. (lacht) 6110 ruft die Zentrale. Zentrale hört für den 6110. Bin gerade noch immer am Weg Richtung Hohe Wand oder wie auch immer das heißt und habe nur zwei. Hohe Weide, sorry. Und habe nur mehr 2 Minuten Zeit, bin aber gerade erst bei der Stadtbücherei vorbeigefahren. Das wird sich nicht ausgehen. Dann lassen Sie es ein bisschen krachen. Ich glaube 80 in der Stadt reicht. Und wir haben ja Gott sei Dank ein elektronisches Informationssystem. Wir werden die Fahrgäste instruieren. Lassen Sie sich irgendeine Geschichte einfallen, um Ihre Fahrgäste zu beruhigen. Verstanden, danke. 546 an Zentrale. Zentrale hört für 546. Anscheinend ist irgendwas mit meiner Zielanzeige kaputt, weil ich bekomme hier nur Leerfahrt und er schildert nicht auf meine Route um. Wir haben. So Leute, also wir werden sie da ein bisschen krachen lassen, ja. Sprich paddelt oder mehr. Das 23 funktioniert bei Ihnen nicht, was zeigt denn die rote Schrift? Grombert grün, liebes Spiel, liebe Ampel. Sekunde. So, wir schauen einmal. Eine Minute noch, also ich bin gespannt, wie viel Verspätung wir zusammenkriegen. Ja, auch Leerfahrt. Haben Sie es nochmal versucht, im Druckersystem nochmal einzutippen, Ziel 23, über den manuellen Linienkurswechsel? Mehrfach, funktioniert nicht. Haben Sie schon über das Menü probiert in Alt? Das noch nicht. Dann versuchen Sie das mal. Es wird eng. Geht's ja aus. So, wenigstens muss ich dann links abbiegen. Zentrale hört für 3202. Melde 100%ig überfüllten Bus auf der Linie 1 Richtung, wo fahre ich denn gerade? Richtung Stadtkrankenhaus. Sie sind gerade an welcher Haltestelle? Platz. Also ich hoffe, ich bin richtig, aber ich glaube schon. 2266 an Zentrale bekommen. 2266 Zentrale hört. Da Omsi mal wieder Arschloch spielt, ist mir das Spiel gerade komplett abgeraucht und leider habe ich jetzt eine Karte, also einen neuen Spielstand, sag ich mal, geladen. Ich bräuchte jetzt nochmal eine neue Linie vielleicht. Ja, bitte, Sie unterstützen den 3202 auf der Linie 1102. Verstanden. Sie fahren bitte leer bis zur Stadtbücherei. So, wir sollten jetzt abfahren, also... Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir übernehmen dort dann die Fahrtrichtung 3202. In welche Richtung fahren Sie? Burschen, gibt's Gas. Und Sie übernehmen dann bitte Abstadtbücherei in Richtung Stadtkrankenhaus mit verstärkter Linie 102. Sie übernehmen bitte keinen Fahrplan. Sie fahren leer, aber mit eingeschalteter Zielschrift. Sie brauchen keinen Fahrplan, um Sie aufzuwählen. Vielleicht nur 2 und keine Anmerkungen. Suchen Sie sich irgendeinen aus, mir egal. 3202, bitte. Meine Tami hier an der. Haben die nicht an der Haltestelle von der 4 am ZOB angefangen zu bauen, sondern an der Haltestelle von der 1? Schlecht, das Städtebauamt wird von mir gleich was zu hören kriegen. Dann versuchen Sie bitte provisorisch und in Eigenständigkeit rumzufahren. 2284 fährt mit. Ja, ich habe jetzt nicht geraten. 6 Minuten. Verstanden, 2284. Boah, 10, das war knapp. Das war echt knapp, Leute. 10-10 an Zentrale, ich bitte doch tatsächlich mal, also noch mal einmal bitte an die Funkdisziplin appellieren. Das ist nicht mehr weiter weg. Ich versuche mich hier zu konzentrieren, irgendwelche Scheiße vorzulesen, der ganze ist nur bla 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 bla. Haben Sie es gehört? Der Fahrer auf dem Wagen 10-10 scheint sich etwas darüber zu nicht zu freuen, dass wir hier ein wenig miteinander plaudern. Und ich glaube, das geht dem 10-10 bestimmt gerade auch auf den Geist, dass ich hier mit übertrieben blöder Stimme spreche. Ja, nee, ich könnte ja schon sprechen, aber bitte nicht alle durcheinander. Funkdisziplin. Der andere kann normalerweise auch nichts hören, was er sagt.
1010 an Zentrale, bitte kommen. Ja, hört, 1010. Ich habe hier ein Problem. Mir ein Gegenkurs, der steht hier gerade so beschissen da, ich komme hier nicht vorbei. So, der müssen wir stehen Warte, bleiben, Stück Leute. Rückwärts und lassen Sie ihn vorbei. Geben Sie ihm Lichthube, dass er rausfährt. Ja, das mache ich ja gerade. Ich habe schon ein Auto dadurch weggeschoben. Das hätten Sie vielleicht lieber nicht gemacht. 1,8, das wird spannend. Unvermeidbar. Spannend wird's nicht, das wird eigentlich jetzt schon klar, dass wir das nicht mehr schaffen. Beziehungsweise wir viel Verspätung haben werden, die wir wahrscheinlich die ganze Fahrt über dann haben werden. Oder wir streichen einfach die Pause. Und Leute, ich sag's gleich, ich mache wahrscheinlich 30 Minuten Parts und ich werde zwischen den Parts keine Ab- und An-Moderation machen. 31.13 Zentrale hört. Schnarchnase vor. Das Bedarfs-Kneeling. Dann lassen Sie es aus, das ist nicht so wichtig. Okay. 22.84, eine kleine Unfallmeldung. Ich bin am Terminal unten normal rausgefahren. Das ist ja nur für Busse, dieses kleine Karree. Vor, weiter mit deinem depperten LKW. Und meinte dann, nicht bremsen zu müssen, und ist mir reingerauscht. Polizei hat ja auch schon aufgenommen. So, ich muss jetzt. Aber, nach links. Ja, jetzt sind es dann halt nochmal 3 Minuten Leerverspätung. So, wo sind wir? Bismarckplatz. Verstanden, 22.84, bitte gehen Sie heute Abend, heute nach Dienstende noch in das Büro von der Verwaltung und geben Sie dort die Stationen noch bis hoher Weide, ich bitte viel Verspätung geben. Außer ich kann jetzt endlich mal irgendwo Gas geben. Rage Mode engaged. Dabei haben wir noch keine Fahrgäste, dabei fahren wir auf gut Deutsch gesagt gesenkte Sau. Kann solche Schnarchnasen wie den Benzfahrer da einfach mal kommt überholen. 1010 an Zentrale, bitte komm. 1010 Zentrale, hört. Ich habe den Fahrer von dem Auto erstmal so eins ins Frissbrett gehauen. Oh, ist rot. Na ja. Der erstattet keine Anzeige von der Polizei. 1010, haben Sie wenigstens dafür gesorgt, dass keine Spuren zurückgeblieben sind? Das sind keine Spuren, definitiv nicht. Sie wissen, dass unnötiger Papierkram ziemlich allergisch bei mir im Mann, Mann, Mann. Die Folge wird Chaos pur. Gut, 1010, einmal frei. So möchte ich das haben. 1010, Ende. Wagen 2290 an Wagen 1010. Nachfrage. Wird jetzt wohl keine Anzeige gegen den Betrieb erstattet, sondern dafür geht sie selbst. Ja, ich fahr kreativ. 1010 an anderen Fahrer. Und was juckt mich das? Bis die das raus haben, bin ich schon lange über im Ausland irgendwo. Oh mein Gott. 31.13 an 1010. 1010 hört. Soll Ihnen von einem Kollegen ausrichten, dass er Ihr Verhalten gegenüber anderen Menschen sehr mag. Und wen? Und ich grüße nochmal die 1096. Burschen, ich sage euch Chaos. Chaos in der City. Komm, gibt's Gas, Leilon. Ich hab's eilig. Bitte warte nicht 3 Jahre, bis die Dame schon komplett drüben ist. Hört 1,48. Also Leute, ich entschuldige mich schon jetzt für den Rage-Modus, aber ihr seht selber. Kalt kommen. Das ist der Neoplan 16. Heizung voll aufdrehen, Gebläse voll aufdrehen und Fenster auf. Probieren Sie mal das. Heizung volle Pulle, Fenster auf. So richtig kommen. Gebläse ebenfalls auf volle Pulle. Das soll pusten, was geht. Verstanden, Ende. Es spielt ein neues Ibis, das finde ich besonders geil. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, liebe Zentrale. Die Druckkunstfall hast du mir gestern gar nicht zukommen lassen. Der 10, habe ich das tatsächlich vergessen? Das hast du tatsächlich vergessen, ja. Ja, plus okay, 10, erinnern Sie mich nach Dienstende nochmal dran, bitte. Verstanden. 61.01 an Zentrale. 61.01 die Zentrale, hört. Aktuelle Verspätung von 2,5 Minuten. Kurz vor der Weberstraße. Das melden Sie mir. Also ab 5 brauchen Sie es mir erst melden. Verstanden. 32.02 an Zentrale. 32.02. Da passt sicher noch Bildzeiten dazwischen. Brennenden Billy Boy LKW an der Europastraße. Genauso gerade sind hier gerade Leute mit automatischen Waffen in die Sparkasse an der Europastraße rein. Marschiert. Ich würde gerne mal die Polizei dahin haben. Und eine Feuerwehr ist auch ganz lieb, weil die dann die Kondome haben. Das ist ja recht ungezwingt. Verstanden. 32.02. So, ich glaube, wir sind da diesmal kein Duritz-LKW.
3202 von 1848 kommen. Hört. Nachmacher kommen. Nix mit Nachmacher. Aus der letzten Leitstelle. Nein, das sind wir doch nicht. Schade, schade. Der Durix LKW. Wir müssen noch weiter. Da muss ich ihm recht geben. Dann eben Wiederholungstäter kommen. Naja, aber dann steigt wieder die Ape Guard in Deutschland. Ihr habt das alle nicht gesehen, gell? Deswegen? Dass ich jetzt gerade ein bisschen kreativ die war. Die Zentrale würde hier mal für die Funkdisziplin ermahnen, denn wir haben unter Umständen auch nicht 18-Jährige hier heute Abend dabei. Keine Aufklärung? Okay, tschüss. Nein. Okay, hab verstanden. Bin ich da überhaupt noch richtig? Mal mit 80 durch die 30er-Zone. Kann man machen. 13 macht sich auf den Weg, planen sie Richtung Stadtwald. Dann Linie 13, genau, Wagen 13. Wagen 22, 77 an Zentrale. Die 77, bitte, für die Zentrale, ich bin ganz ruhig. Bin gerade links herumgefahren, Richtung... Kommt mal gucken. Ach, wo ist das hier? ZOB HBF auf der Nummer 3 ist irgendwie nicht weiter ausgeschildert. Jetzt fahre ich hier so blind in der Stadt herum, versuche irgendwie eine Haltestelle der Nummer 3 wieder zu finden. Allerdings bis jetzt ohne Erfolg. Ruhe weiter, wir sind da, Burschen. Wenn ich mal dazwischen funken darf, wo war die letzte Station der 3? Gute Frage, nächste Frage, müsst ihr gleich nochmal gucken, einen Moment. Ich schau gerade, also die Linie 3, wenn sie die fahren, die ist bei mir gar nicht über den Hauptbahnhof gelistet. Ja, nein, da liegt man hinter der Stadtbücherei. Dann werde ich jetzt einfach die paar Meter zurückfahren, ich habe mir ja gemerkt, wo ich da lang gefahren bin. Okay, verstanden. Und gucke dann mal, wo ich die Nummer 3 wieder finde. Verstanden. Vom Hauptbahnhof gesehen aus rechts abbiegen, dann müsste die Haltestelle. So, ich werde jetzt mal schnell umschildern da. 1010 an Zentrale, bitte kommen. 1010, hört. Ich habe jetzt gerade so ein ganz komisches Rauschen immer im Funk. Was ist denn das? Sie haben Ihren Funk nicht richtig gewartet. Krass. Wieso muss ich meinen Funk warten? Was habe ich denn damit zu tun, was mit dem scheiß Funk los ist? Weil ich den nicht höre, 1010, den hören ja nur Sie. Aha. Haben Sie recht? Aber wissen, ich schalte mal das Funkgerät aus. Aber wissen Sie was? Probieren Sie es einfach mal mit einem kräftigen Schlag oben drauf. Genau, macht kaputt. Wir fahren einfach, da ist niemand. Das haben wir mit einem anderen fahren. Da ist es ja. Duck, 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 duck. Hat leider nichts gebracht, es rauscht immer noch. 1010, dann schreien Sie ein bisschen durch den Funk, wenn Sie mich nachher nicht mehr hören. Scheiße, billig. War ein Digitalfunk. Gemmendorfer Allee. 31. Ach, hier. Technik. Hier. Abfahrtverpappelwiese. 6110 ruft die Zentrale. Ja, die Zentrale musste nur gerade einen Schluck Kaffee trinken. 6110 hört. 6110 mit 9 Minuten Verspätung, gerade von Hohe Weide abgefahren. Verstanden. 6101 an Zentrale. 6101 Zentrale hört. Ich bin am Bankencenter angekommen und würde jetzt, weil ich sonst eine halbe Stunde Pause habe, gerne wechseln auf die Linie 3, Kurs 102, Abfahrt 9.48 Uhr Richtung Tengener Korn. Da sitze ich schon drauf, Kronen. Der Bus ist leer. Geben Sie mir ganz kurz einen Moment Zeit, 6101, 2284 für die Zentrale bitte. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ist der Bus leer oder voll? Verstanden, 2284, 1601, dann haben Sie wohl eine halbe Stunde Pause, da kommen Sie nicht drum rum. Na gut. An Zentrale. 546 hört. So, ist das jetzt meine Station da oder nicht? In der Nähe der Steinstraße bin ich gerade mit einem Polizeiwagen kollidiert, der von links in meinen Bus gefahren ist. Kommen Sie mal zu spät. Einmal 270. Hat der Polizeiwagen Einsatzhorn und Blaulicht? Nein. Ja gut, dann ist die Polizei selber schuld. Fahren Sie einfach weiter. Oder ist ihr Bus nicht mehr fahrbereit? Okay. Bitte. Fahrbereit. Wobei die verstanden. Fahren. Dann lassen Sie es ein bisschen krachen, aber bitte fahren Sie vorsichtig. Verstanden. Obwohl das ein Widerspruch in sich ist, ich weiß. 10. So, weiter geht's mit 10 Minuten Verspätung.
Wagen 2290 an Zentrale gekommen. 2290, die Zentrale. Wagen 2290 am Stadtwald angekommen, zur Aufnahme der Fahrt Richtung Neuhof-Kaserne um 9.36 Uhr. Verstanden. Wir machen dann aber ganz kurz nochmal schnell einen Zeitabgleich. Ich würde gerne wissen, ob das bei einem noch passt. Es wäre jetzt 9.32 Uhr. Jo. Ja, jo. Was ist das denn jetzt? Halt das aber an, lass mich raus. Das geht aber gar nicht. Zentrale von 1.48 kommen. 1.48 hört. Ich habe jetzt 11,7 Minuten Verspätung kommen. Durch den Zeitabgleich? Ja, vollkommen. Verstanden, 1.48. Ich würde es mal ein bisschen rauchen lassen. Also Sie haben nachher ein Problem mit Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Ich weiß. Eine Fahrkarte. Bitte. Danke, 1.48. Eine Fahrkarte, Ende. Natürlich knapp. Der 2367 10, 10, 10. 10, 10 hört. Na, hast du jetzt einen Funk mit Kodierstecker? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Jetzt habe ich voll modernste Technik drin in der Karre. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich Polenscheiße. Die Zentrale will sich da mal kurz dazwischen rufen. Das funktioniert auch noch? Ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja verständlich. 2367, können Sie mir davon mal bitte das Hauptstück ins Büro bringen, damit ich mein Schrottding auch mal austauschen kann? Ich habe gerade nicht wirklich zugehört, weil da kam eine Haltestellenansage mit irgendeinem Museum. Bitte nochmal. Können Sie mir vielleicht bitte davon das Hauptstück besorgen, damit ich den meinen Schrott auch mal aus dem Büro entfernen kann? Ich muss hier ständig kurbeln, dass es funktioniert. Ja, könnte man eigentlich mal in Bewegung ziehen. Vielen Dank, schicken Sie die Rechnung dann wieder. Einen einzelnen. Danke sehr. Ja, der Fahrstuhl ist zur Deko, da hast du recht. Wagen 546 an Zentrale. Hört. Bin jetzt mit einer Verspätung von 10 Minuten an der Eifelschule angekommen. Gleich so viel. Haben Sie noch ein bisschen Pause oder ist die schon wieder weg? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Schauen Sie nach. So, ich versuche mein Bestes, um so möglichst viel Verspätung herauszufahren. Nächste Haltestelle. 10-10 an Zentrale angekommen. 10-10 Zentrale hört. Aufgrund aktueller Verkehrslage sind wir nicht. Aktuell 4 Minuten Verspätung. Nächste Haltestelle. Das ist ja noch nicht so schlimm, 10-10. Ab 5 wäre es kritisch. Aber vielen Dank, 10-10. Ab 5 ist kritisch. Gut, ich habe 9. Das heißt, es reicht für 2. Bus ist randvoll. Ihr Bus ist randvoll, 10-10. Wunderbar. Das wäre gut, dass wir noch einen Wagen hinter Ihnen hergeschickt haben. Wagen 2277 an Zentrale. 77 hört. Habe zurzeit meine letzte Haltestelle wieder gefunden, weil ich mich hier auch verfahren habe. Mhm.